Okay, dokie. Good. Then they miss this fucking thunder. Warum ist der so schnell? Was ist hier geschehen? Ja, alles. Alles. Ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Redstone Street zusammen. Okay. Das Fahrzeug los. Muss er wahrscheinlich sein. Da geht's wahrscheinlich nicht. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen.
gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Alles klar. Steht's. Kopfschuss.
gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn's drauf ankommt. Mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Carlos, hörst du mich? Carlos! Ich muss einen anderen Ausgang finden. Eine Karte der Umgebung. Bewegt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle.
Klamotten muss ich verbrennen. Richtig.
du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Alles klar? Benutzen?
Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Nicht, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Hängt an der Wand.
Alles klar. Eine Raketenwaffe? Echt jetzt?
für ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Alles klar. Was ist denn das für ein Kack-Kakiten, der verwusst, der heute der Gonne, der macht den Opel schauen. Hey, alles klar? Los, los! Komm, vergiss ihn einfach! Komm schon, nichts wieder aus hier! Obi, zack. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einig. Mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh mal vor. Ich geh schon nicht raus und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang.
Was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher den Friedhof aus. Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Ist auf! Alles klar. Das könnte nützlich sein. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch mal. Draußen bleiben, draußen. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie, wir sind wegen Bart hier. Bereich ist sicher.
war kein Zombie. Ist schon wieder weg. Okay, geht wieder los. Bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Was sagen wir, wo sie jetzt nur gewinnen, weil das hier ist? Die Dinger nur mit Kameras umbringen. Ohne eine Stars-ID geht die nicht auf. Ooh.
Verstanden. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Lieber nicht. Die Blockade. Ja, alles klar. Oh ja, du schießt sie am dreimal im Schädel. Was? Meins. Komm zu Papa. Spinn 3 FDCM. Da kommt
Verstanden. Dann zieht eine Nummer. Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc outen kann. Das wird etwas dauern. Zieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ist das Jill da vorne?
Ja, was ist? Entgleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Nur ich überlebt.